Herzlich willkommen zur 19. Folge All About 6 mit der Felix. Guten Tag. Guten Tag. Nimmst du jetzt auch noch die Tür mit? Ja, natürlich. Nimm mal die Die Tür mit. hässliche Tür vom Anfang, toll. Hast du noch eine Dia-Spitzhacke? Ich hatte noch nie eine Diamantspitzhacke. Da bist du leider der Einzige. Leider, leider. Ich habe auch keinen Platz mehr im Winter. Das krieg ich noch hin. Wie viel Obsidian brauchen wir? 4 Stück, ne? Vier Stück, ja. Okay. Dann nehmen wir nur 4 Stück mit. Hast keine Bock, die anderthalb Minuten hier zu stehen. Das waren jetzt 3, ne? Ja, eins noch. Also das, was jetzt gerade abgebaut wird. Also mal so eine blöde Frage, ne? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 12, wie blind sind wir eigentlich? 13. Guck mal hier, guck mal kurz einmal hier. Warte ganz kurz. So, jetzt. Guck mal da oben neben dem Wasserfall an die Wand. Das ist Imperium Essence. Ja, und da drüber ist noch mehr FFP. Oh, verdammt. Ja. Und wir suchen hier uns 30 Jahre lang die Inferium-Scheiße zusammen, dass wir die Seeds machen können. Und da oben hängt mindestens 4 Stück oder so. Ja, Also. da unten drüber war noch mehr. Ja, plus vermutlich noch mehr, weil die sich ja nicht nur einen rauswirft, sondern oft auch zwei oder drei. Ja, Willst du super. die Chunks hier noch anclaimen oder machst du das nachher? Moin nachher. Hier ist übrigens auch ein Lavasee, ne, falls du mal reinspringen wolltest. Ja, war ich schon drin. Okay. Das Boah! war ja mein erster Was ein Tod. Sprung! Einfach der beste Minecraft-Spieler auf der Welt. Na gut, muss ich übertreiben. Der allerbeste Minecraft-Spieler auf der Welt, wenn ich nämlich nur. Okay. Wenn man die ganzen guten Speedrunner rauszählt, ne? Ach, die können nichts. Außer Speedrun, ne? Richtig. Ist doch langweilig. Was bringt mir das, wenn ich Minecraft in 5 Minuten durchgespielt habe? Dass du der geilste Piep, 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 Piep bist. Jetzt kannst du selbst interpretieren, was Piep, 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 Piep sagen, heißen sollte. Dürümesser. Wird es gerade schon wieder dunkel? Möglich, aber ich habe das Bett ja dabei. Ach. Dann ist ja gut. Aua, aua, tot. Echt jetzt? Nein, noch nicht, aber 3,5 Herzen Schaden gefügt bekommen. Nur wenn man den Berg runterläuft, ey, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ah, da laufe ich nicht lang, da ist ein Creeper. Okay. Ich kenne mein Talent. Okay. Nur ich kenne dein Talent. Ich muss den Creeper, glaube ich, noch töten vorher. Echt jetzt? Was denn? Ich bin einen Berg hochgerannt, nur um festzustellen, dass das ein kleiner Zwischenberg ist. Was ich viel schlimmer finde, du bist außen rumgelaufen, bist vor mir. Guck. Ach, hallo. So, ist fast ganz oben angekommen und dann zack, Creeper runtergesprengt. Eine Option normalerweise, ja. Vor allem, weil man den Creeper auch isst, ne? Echt? Ja. Toll. Also nicht direkt unter dir oder über dir, aber neben dir auf jeden Fall. Super.
Bist du schon angekommen? Nö, aber ich wundere mich, wie es sein kann, dass ich beim letzten Mal hier so lange ah, gebraucht habe. Skelett! Unfair! Ja, ich stecke jetzt irgendwo hier fest. Cool. Ha, ich bin vor dir. Ich bin vor dir. So, und wie wolltest du das jetzt hier alles aufbauen? An welcher Stelle soll was hin? Ach so, das sind schon angepasst an die Gegebenheiten. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Also ich hätte jetzt erstmal ganz mittig gesagt, hier kommt das Bett hin. Ja, was ist denn das Schwarze da vorne in der Mitte? Eine Ölquelle. Stimmt. Was soll das sonst sein? Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach hier relativ zentral mit dem Feld, wa? Was wollen wir machen von dem Feld? 4x4, also vier Felder. Gute Frage. Ich hätte jetzt eigentlich erstmal mit einer von den Maschinen rumgespielt und zu gucken, was da am besten ist. Dann guck mal. Setz mal die Maschine so auf diese Höhe hier hinten ungefähr. Wie wäre es Hier. jetzt, wenn du andere Sachen aufbaust, so wie zum Beispiel das System oder so? Dann klatsche ich das System erstmal hier vorne hin. Anstatt es zu unserem Bett zu setzen oder so? Wo ist unser Grid? Ich habe das Grid vergessen. Das da, das da, das da. Das da. So, System ist da. Das sind wie viele? Das sind jetzt 9 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 mal 9 ist gut. Bis wohin gehen die 9? Da, Bis hier, 9. ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist auch noch drin. Passt, ja, dann machen wir 4 mal 4, würde ich sagen. Können wir uns sogar hier zwischendrin so noch mehr Platz lassen. Warte mal, warte mal, warte, warte. Das war ja der Plan dahinter, zwischen Ja, den Feldern Platz zu lassen. dann rutscht das Feld mal einen nach rüber. Einen nach links rüber. Okay. Dann wäre es ja dann der hier, ne? So, nur 1, 2, 3, 4. Dann ist 1, 2, 3 Luft. 1, 2, 3, 4. Das heißt, dann wäre hier der nächste Wasserpunkt, ne?
da noch dahin. Dann wäre hier 1, 2, 3, 4. Der fünfte. 1, 2, 3, 4. Der fünfte, dann wäre hier das nächste Wasser doch. Und dann wäre hier das letzte Wasser doch. Richtig? Kommt so Hast du noch ungefähr. einen Wassereimer? Einmal müssten wir, glaube ich, noch haben, oder? Aber mit Wasser drin. Nee, alles gut. Wir haben auch hier oben Wasser. Haben wir ja Schwein gehabt, oder? Muss man nicht da wieder runter. Ich muss jetzt nicht sagen, die Landschaft ist echt nicht schlecht. Ey! Wie Wasser fehlt jetzt noch? Einer noch, ne? Das ist gemeint, was ich auch hatte. Ach, was ist hier sogar noch hier drin? Falsch. Immer noch einer von dir vorhin. So, hast du den Item-Einsammlergerät? Ja. Den können wir dann hier oben drauf setzen, ne? Ich weiß nicht, ob er nach oben oder nach unten kannst du einstellen, ne? Das ist vollkommen egal. Man sollte ihn vielleicht richtig umsetzen. Das wäre super. Genau, down. Auf wie viel ist das eingestellt? Ein. Einundzwanzig mal 21 müsste passen. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. So, und da machst du jetzt dann ja, wir müssen halt gucken, wie viel Felder wir brauchen, ne? Aber wir haben ja noch unten mehr als genug Platz. Ich würde sagen, bau als erstes mal ein Feld auf, wo dann hauptsächlich erstmal, also ein Feld zum Seeden. Dass wir da eine ganze Menge an Zeug erstmal rausbekommen. Also wo wir die Seeds mitmachen können.
Okay. Inventar hat so viele Scheiß-Sachen drin, ey. Ja, das ist mein Problem auch. Wie viel kostet unser System jetzt mittlerweile? 11 FE pro Tick, na gut, das geht ja noch. Wo ist denn die Watering Can? Inventar. Schmeiß mal rüber. Wieder ein Scheiß-Zahn. Ach, jetzt merkst du, warum da übrigens die Cobblestones der werden, ne? Was machst du mal jetzt? Iron Seeds? Okay. Besser wäre es, wenn du erstmal sämtliche Baumseeds hinschmeißen könntest. Dachte mir, dass ich Baumsitz im Inventar habe. Weil dann kann ich mich hier schon mal dann anfangen, so eine schöne Scheune oder sowas zu basteln. Wäre, glaube ich, erstmal hilfreicher, wenn wir Strom hätten, der auch bei unserem Dann musst du Kabel ziehen. Harvester ankommt. Fahr mal Kabel. Ich wollte die Blume treffen. Da braucht kein Kabel hin. Läuft aber auch echt immer lebensmüde durch einen durch, nur um getroffen zu werden. Warten, der kommt gleich da an. Okay. Ich glaube fast, dass unter Umständen ein Harvester bei Volllast zu wenig sein könnte. Ja, kommt halt darauf an, ob du mit Gießkanne arbeitest oder ohne Gießkanne. Ohne Gießkanne Na gut, natürlich nicht, aber. die Gießkanne kommen ja dann immer. Ganz angenehm mit dann hinzufügen. Die können wir ja schaltbar machen. Brauchst du eigentlich nicht zu gucken, du kannst einfach weiter gießen. So schnell geht das auch nicht voll. Ja, machen wir hier den Blockbeleger und solche Geschichten dran. Also das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine ganze Ecke an Essenz und sowas, ne? Ja. Wenn ich diese Schieber jetzt hier drin schwimmen lassen. So, ich brauche. Erstmal brauche ich jetzt an. Da. Das war falsch. Das war auch falsch, der war richtig. Du hast gerade Oh, schon kann man durch ein Hunde. Kabel durchlaufen? Was ist das? Deswegen brauchst du es gar nicht so zu machen. Doch, einfach
einfach der Optik halber. Ich glaube, es war zu weit, ja. So, das war's für dich. Schade. Wobei, eigentlich könnten wir das Ding auch so einstellen. Ey, lass uns mal an. Always on. Warum? Dann machen wir auch die Ticks ein bisschen höher. Geht das Ding jetzt oder was? Wo hast du das bisschen gestellt? Ach, da hinten. Da, wo wir eigentlich den. Warum hast du das Bett so weit wollen. Weggestellt, ey? Du kannst das Bett ja abreißen und die Mitte von unseren Feldern stellen. Ja. Aber er macht was, ne? Ja, aber langsam halt. Also, ich fühle mich auffällig, so wie langsam ist das. Na gut, so ist es halt. So, 25.000. Geht's auch noch? Dann können wir auf 20 Ticks runtergehen. Ja, dann müsste das nicht passen. Hast du diese Blume abgerissen? Die kriegen wir nie wieder aus dem System raus, außer sagen wir sie nicht irgendwo reinpacken, ey. Welche? Die Cyan Rose von Cyclic. Okay. Okay, auf 10 Ticks können wir es laufen lassen, dauerhaft. Okay. Das sieht, also zumindest aktuell, das sieht auch noch gut aus. Also man, da sieht man zumindest schon mal ein Vorankommen. Okay. Ist der Redstone für Nutze. Alter, das raucht. Aber guck mal, wenn das jetzt in einer frischen Luft ist, ne, wie hoch das Ding trotzdem raucht. Richtig. Aber stromtechnisch sind wir halt ja noch nicht wirklich gut auf Reihe.
Was er allererst, was wir machen werden, ist vermutlich dieses ganze Kabel unter die Erde zu setzen, damit es einfach besser aussieht. Oder in Ja. eine Wand zumindest rein oder so. Ja, definitiv. Als erstes halt ein Gebäude außen rumsetzen und dann mal gucken. Dann am besten passt. Gut, ganze Kram kommt automatisch ins System rein. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Echt jetzt? Jetzt schon? Der Weg allein hat ja 10 Minuten gefühlt gedauert. Okay, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.